Nude Make-up. Es muss nicht immer viel sein, um das Gesicht zum Strahlen zu bringen. Hier zeige ich dir, wie du auch hier wieder dein Gesicht strahlender, frischer und wacher gestalten kannst. Einfach die Foundation mit kreisenden Bewegungen auf die Haut rauf polieren, so damit die Farbpigmente sich optimal mit der Haut verbinden können. Concealer, Lichtreflexe setzen, ganz wichtig, denn das macht die Augenpartie wesentlich strahlender, frischer und wacher. Ich verwende jetzt hier im Anschluss dann auch gleich nochmal ein weiteres Produkt, und zwar eine Creme, ein Studio Make-up nennt sich das, in einem wesentlich helleren Ton, um noch mehr Frische und Strahlkraft in die Augen zu bringen. Ganz kurzer Werbebreak, wenn du lernen möchtest, wie man richtig schöne, natürliche Make-up schminkt und wie du bis zu 10 Jahre aus dir rausholen kannst, dann findest du einen tollen Online-Kurs in der Videobeschreibung. Dann das Make-up natürlich fixieren, jetzt die Kontur geben, denn wir brauchen natürlich auch Ecken und Kanten im Gesicht, so damit die Wangenknochen zum Beispiel schön zur Geltung kommen. Hier verwendest du einen aschfarbigen Unterton, also quasi einen Braunton, der einen leichten aschfarbigen Unterton hat, um einen natürlichen Schattenfall nachzuahmen. Dann kommt der Lidschatten auf die Haut, beziehungsweise erst Lidschatten-Base, dann ein brauner, matter Lidschatten, so damit wir hier auch quasi das Auge etwas öffnen können, eine leichte Tiefe erschaffen können. Ich gehe hier bis über die Lidfalte raus, um das Auge optisch etwas zu öffnen. Dann natürlich beim Nude Make-up darf auch nicht fehlen die Wimpernkranzverdichtung, die klassische Wimpernkranzverdichtung, einfach mit einem schwarzen Mascara zwischen die Wimpern gehen, um natürlich nachher mit der Mascara die Augen zu öffnen und den Wimpernkranz stärker zu betonen. Jetzt mit Mascara reingehen in Rüttelbewegungen, so damit die Wimpern richtig schön in die Mascara reinrutschen. Augenbrauen formkämmen, dann mit einem Farbton, der deinem Farb-Aha-Ansatz ähnelt, leicht in die Augenbrauen rein, ein bisschen durchkämmen für einen natürlichen Look. Ja, ich bin immer kein Fan von plastischen und hart ausgefüllten Augenbrauen. Dann natürlich auch hier die Lippen, einfach nur das Lippenweiß hervorheben mit einem Macadamia, also einem gebrochenen Weiß, Lipgloss drüber, Feuchtigkeitsspray, ganz wichtig für den Glow, damit das Ganze auch frischer, wacher und jünger aussieht. Und wie man sieht, auch hier wieder richtig schön, ja, das Make-up wirkt strahlender, frischer und wacher. Auch ihr Sohn hat gesagt, Mama, du hast da gar keine Fältchen mehr. Also auch hier wieder, es kam auf jeden Fall richtig schön an. Wie man schon sieht hier vorher, nachher, das Make-up, und das ist out of cam, wirkt wesentlich strahlender und frischer. Und jetzt zeige ich dir, was man machen kann, wenn es passt. Nachher out of cam, ohne Bildbearbeitung, und wenn die Grundlage passt, ein Mausklick und bam, nochmal das Ganze veredelt.